Ausgezeichnet. Die PreisträgerInnen der Buber-Rosenzweig-Medaille von 1968 bis heute. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur zweiten Folge unserer neuen Podcast-Reihe Ausgezeichnet. Die PreisträgerInnen der Buber-Rosenzweig-Medaille von 1968 bis heute. In dieser Episode stellen wir Ihnen den Theologen und Dialogpionier Peter von der Ustensacken vor, der am 28. Juni leider viel zu früh von uns gegangen ist. Seit 1952 organisiert der Deutsche Koordinierungsrat der heute über 80 Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit die Woche der Brüderlichkeit. Und bei jeder dieser Wochen seit 1968 zeichnen wir mit der Buber-Rosenzweig-Medaille Menschen und Organisationen aus. Solche, die sich in besonderem Maße um die Verständigung zwischen ChristInnen und Jüdinnen und Juden verdient gemacht und im wissenschaftlichen, künstlerischen, politischen oder sozialen Bereich einen Beitrag für die interreligiöse Zusammenarbeit geleistet haben. Dies trifft auf Peter von der Ustensacken in ganz besonderem Maße zu. Daher haben wir den Theologen und das von ihm über 30 Jahre lang geleitete Berliner Institut Kirche und Judentum bei der Woche der Brüderlichkeit 2005 ausgezeichnet. Geboren wurde der aus einem deutsch-baltischen Adelsgeschlecht stammende Peter von der Ustensacken am 3. März 1940 im westpreußischen Gnojau, heute polnisch Gnojewo. Seit Ende der 1950er Jahre studierte er evangelische Theologie in Göttingen, Kiel und Heidelberg. Und bereits 1960 besuchte der junge Student in Israel einen Kibbutz und wurde von den Begegnungen dort nachhaltig geprägt. Seine Doktorarbeit »Gott und Belial«, mit der er 1967 promoviert wurde, schrieb er über die Schriftrollen vom Toten Meer, die zwischen 1947 und 1956 entdeckt worden waren. Es folgte eine Assistentenstelle bei dem Neutestamentler und Landesbischof Eduard Lohse, ein Vikariat sowie 1973 die Habilitation über die Theologie des Paulus. Schon in diesen beiden Arbeiten zeigte sich ein starkes Interesse an den religiösen Strömungen und Ausprägungen im antiken Frühjudentum. Außerdem die in die wissenschaftliche Praxis umgesetzte Überzeugung, dass die Kenntnis des jüdischen Lebenskontextes und die Auseinandersetzung mit jüdischen Quellen unerlässlich ist, um das Neue Testament, das ein jüdisches Buch ist, zu verstehen und christliche Theologie treiben zu können. Insgesamt 20 Jahre, von 1973 bis 1993, lehrte er Neues Testament an der Kirchlichen Hochschule in West-Berlin, wo er kurze Zeit auch Rektor war. Als diese mit der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zusammengelegt wurde, war er bis zur Emeritierung 2005 Professor für Neues Testament und christlich-jüdische Studien an der HU Berlin. Peter von der Ustensackens Einsatz für eine erneuerte christliche Theologie ohne antijüdische Vorzeichen, das Kennenlernen jüdischer Kultur und religiöser Traditionen und das intensive Gespräch mit Jüdinnen und Juden ist kaum hoch genug einzuschätzen. Über 30 Jahre bis 2007 leitete er das Institut Kirche und Judentum. Zunächst an der Kirchlichen Hochschule, später dann an der Humboldt-Universität angesiedelt. Als letztes Alterswerk erschien 2019 sein großer Kommentar zum Galaterbrief. Im Rahmen der Institutsarbeit entstanden zahlreiche Publikationen, die sich dem Kennenlernen der jüdischen Tradition und dem gemeinsamen Lernen verschrieben. Von der Ustensacken veröffentlichte Anstöße aus der Schrift für die konkrete Arbeit von Pfarrerinnen in den Gemeinden, stellte 1982 Grundzüge einer Theologie im christlich-jüdischen Gespräch vor und unternahm später mit Rabbi Akiva
diverse Interpretationen zum rabbinischen Judentum und Neuen Testament. 2014 gab er gemeinsam mit dem Berliner Rabbiner Chaim Roswaski unter dem Titel »Die Welt des jüdischen Gottesdienstes« einen Überblick über jüdische Feste, Feiern und Gebete heraus. Aber der evangelische Theologe arbeitete auch lange verschüttete und verschwiegene Themen auf. Er schrieb viel über Luther und überlegte, wie angesichts von dessen furchtbarem Antisemitismus heute mit seiner Theologie umgegangen werden muss. 2002 gab er den Sammelband »Das missbrauchte Evangelium« heraus, eine frühe Beschäftigung mit dem bis dahin nur wenigen bekannten sogenannten Eisenacher Entjudungsinstitut von 1939 bis 1945. Peter von der Ostensacken gründete 1978 das Programm Studium in Israel mit, das jedes Jahr Studierende für ein Jahr nach Israel entsendet, um Land, Menschen und Kulturen kennenzulernen. Der lebendige Austausch mit Jüdinnen und Juden war für ihn unerlässlich. 20 Jahre lang organisierte er in Jerusalem Seminare für Studierende in Zusammenarbeit mit dem Institut Ratisbon und israelischen KollegInnen. 1987 begründete er am Institut Kirche und Judentum die erste christlich-jüdische Sommeruniversität, die bis heute alle 2 Jahre stattfindet und Menschen aus aller Welt anzieht. Er wirkte in der Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen beim Deutschen Evangelischen Kirchentag. Zudem gehörte er zu der Kommission, die die erste 1975 veröffentlichte Studie »Christen und Juden« der EKD erarbeitete. Dieser wichtigen Pionierleistung folgten dann 1991 und 2000 noch 2 weitere Studien dieses Namens. Angesichts seines Wirkens wurde er vielfach mit Auszeichnungen bedacht. Das Hebrew Union College in Los Angeles bzw. New York verlieh ihm 2006 die Ehrendoktorwürde. Diese erhielt er ebenfalls 2007 vom Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin. 2016 folgte der Moses-Mendelssohn-Preis durch den Berliner Senat. Wir als Deutscher Koordinierungsrat haben Peter von der Ostensacken und das Institut Kirche und Judentum bei der Woche der Brüderlichkeit, die am 6. März 2005 in Erfurt unter dem Motto »Prüfet alles, das Gute behaltet«, eröffnet wurde, mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet. In der Urkunde heißt es, Zitat, »Als Exeget und Theologe hat er gegen vielerlei Widerstände und auch Anfeindungen die notwendige Revision christlicher Theologie vorangetrieben, ein Netz lebendiger Beziehungen zwischen Christen und Juden aufgebaut und so die christlich-jüdische Zusammenarbeit nachhaltig gefördert. In seiner Laudatio lobte der damalige Bundesinnenminister Otto Schily den Preisträger für sein großes, vorbildliches und mustergültiges Engagement und das von ihm geleitete Institut als eine ebenso traditionsreiche wie anerkannte und angesehene Einrichtung der christlich-jüdischen Verständigung. Peter von der Ostensacken bedankte sich in seiner Rede bei seinem Vorgänger und Institutsgründer Günther Harder für die Aufbauarbeit und auch bei den Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit, die seit Jahrzehnten maßgeblichen Anteil am Wandel in den christlich-jüdischen Beziehungen in Deutschland haben. Gegen alles Umschreiben und Verdrängen, vor allem von rechter Seite, forderte er eine wahrheitsgetreue Erforschung und Erinnerung der deutschen Geschichte und der in der Shoah begangenen Verbrechen. Daraus folge der Imperativ, dass wir alle selber in unserer Gegenwart anders handeln müssen, womit er 60 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz und dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein beeindruckendes Plädoyer für eine neue deutsch-jüdische Lebensgemeinschaft hielt. Pfarrer Friedhelm Pieper, evangelischer Präsident des Koordinierungsrates, erinnert sich wie folgt an ihn. Peter von der Ostensacken war auch für mich ein Lehrer, der mich nachhaltig beeinflusst hat.
Seine wissenschaftliche Arbeit war geprägt von einem leidenschaftlichen Engagement für die Überwindung antijüdischer Konzepte in der Theologie und für die kritische Aufarbeitung des antijüdischen Erbes der Reformation. Intensiv arbeitete er an der Entwicklung neuer Zugänge zu den paulinischen Schriften, in Überwindung des traditionellen Gegensatzschemas Gesetz und Evangelium. All dies zählt für mich zu den Grundlagen einer neuen Sicht auf die Ursprünge des Christentums und die Schriften des Neuen Testaments, sowie einer neuen christlichen Wahrnehmung des Judentums. Peter von der Ostensacken vermochte dabei sein immer anregendes Lehren auf wunderbare Weise mit einem herrlichen Humor zu verbinden, sodass die Begegnungen mit ihm immer auch irgendwie ansteckend heiter verliefen. Mögen die Erinnerungen an ihn zum Segen sein.